I begin to Setze dich erhöht hin. In diesem Fall nutze ich einfach meine Flipflops, weil die einfach zur Hand sind. Du kannst dir ein Kissen holen, eine Decke. Und wir fangen mit einer Dehnung an, die auf jeden Fall wohltuend ist für das Gesäß, Oberschenkel und Beinrückseiten. Mit der Ausatmung verbeugst du dich nach vorne. Und mit jedem Atemzug, mit jeder Ausatmung lässt du immer mehr los. Dein Kopf hängt locker, dein Gesicht ist losgelöst, dein Kiefer, deine Stirn, und gib immer mehr ab. Und jetzt wechseln wir die Seiten, das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Schau, wie du deine Beine platzieren magst, und vom Brustbein geführt verbeuge dich nach vorne. Und auch hier, gib ab, lass los und spüre die Dehnung in deinem Gesäß, unterem Rücken, Beinrückenseiten. Atme aus und lass los. Sei hier und jetzt. Komm einatmend zurück, spüre nach. Die Hände setzt du hinter deinem Gesäß am Boden ab, genau, keine Unterlage jetzt notwendig. Und jetzt senkst du von rechts nach links deine Knie. Die Füße sind mehr als hüftbreit und parallel zueinander. Diese Übung entspannt den unteren Rücken und die Wirbelsäule. Und von hier aus kommen wir direkt zum Schmetterling. Pendel dich ganz gechillt von rechts nach links ein. Gewichtsverlagerung und dann lass los und kontrolliere. Alles loslassen. Wir kommen zu einer Yin-Haltung. Atme tief ein und noch tiefer aus. Und mit jedem Atemzug lässt deine Muskulatur immer mehr nach. Und du kommst immer intensiver in die Dehnung hinein. Lass los. Und chill dich runter. Gönne dir eine schöne Pause. Jetzt komm allmählich langsam hoch und öffne dich bei Bedarf. Öffne deinen Brustkorb, zieh dich ein bisschen auseinander. Von hier aus komm auf deinen Weg in den Fersensitz und dann in den Vierfüßlerstand. Mobilisiere deine Schulter und mache genau das,
was du gerade brauchst. Katze, Kuh oder Kreise. Also wie gesagt, ganz intuitiv, ganz ohne Stress. Dreh jetzt deine Finger zu dir um, sodass wir die Innenseiten unserer Arme schön dehnen. Das ist auf jeden Fall keine angenehme Übung, dennoch sehr wirkungsvoll. Und mache so weit es für dich geht. Ja? Und zieh dein Gesäß Richtung deiner Fersen immer mehr und immer tiefer runter. Und jetzt dreh ganz langsam wieder, komm in die Ausgangsposition. Deine Zehen sind umgestülpt und du setzt dich quasi auf deine Fersen drauf. Du kannst dir gerne noch so einen Support nehmen, ein Kissen, was auch immer. Aber wir wollen quasi unsere Zehen auch jetzt ein bisschen strecken. Und auch das hier ist auf jeden Fall nicht das angenehmste, dennoch auch wiederum eine sehr wirkungsvolle Haltung. Versuche dich einfach auf deine Atmung zu konzentrieren. Ja? Dein Bauch ist weich. Deine Gesichtszüge sind entspannt, ja, deine Schultern sind auch relaxed und bleibe, solange es geht, für dich in dieser Sitzposition. Du wirst auf jeden Fall davon profitieren. Löse das Ganze jetzt auf, spüre nach, ja, was geht jetzt mit deinen Füßen bzw. Zehen, die werden jetzt schön durchblutet und von hier aus kommen wir in eine Dehnung, ja, wir wollen unsere Hüfte noch ein bisschen aufmachen. Das ist auf jeden Fall eine Übung, die sehr gut ist, wenn man viel Zeit im Sitzen verbringt, ja. Da werden auf jeden Fall auch, das Gesäß wird gedehnt, die Hüfte wird vor allen Dingen gedehnt, ja. Und platziere was unter deinem Knie, einen Kissen, eine Decke, falls du empfindliche Knie hast. Flow dich in diese Dehnung hinein, in diesen Stretch, indem du das rechte Bein ausstreckst. Achte darauf, dass deine Schultern weg von den Ohren sind. Und mit jeder Ausatmung kommst du immer tiefer, dennoch vorsichtig, in diese schöne Dehnung hinein. Falls du das Ganze noch intensivieren möchtest, bringst du natürlich deine Ellenbogen zum Boden. Muss aber nicht sein. No stress. Und hier angekommen, versuche, ja, auch hier so weit es geht für dich, in diese Asana kurz mal hineinzutauchen. Ich zeige dir das jetzt von vorne und dann von der Seite. Wie gesagt, du kannst auch deine Matte als, ja, Polster nutzen für dein Knie. Wenn du jetzt noch ein bisschen mehr möchtest, ja, das Ganze zu steigern, kannst du natürlich jetzt mit deiner rechten Hand deinen linken Fuß greifen oder da, wo du eben greifen kannst. Achte nur darauf, wirklich, dass du dich nicht überlastest, vor allen Dingen nicht abstresst. Yoga ist keine Akrobatik- oder Gymnastikstunde. Viel wichtiger sind die richtigen Ausrichtungen und Entspannungen dabei. Jetzt verweilst du individuell in der ersten, zweiten oder dritten Position für eine kurze Weile, fokussierst dich auf deine Atmung und deine Gesichtszüge sind weich. Ausatmen, löse das Ganze auf und komm in die Ausgangsposition. Und von hier aus strecke dein rechtes Bein nochmal aus, pendel dich herein, helfe dir dabei mit deiner Hand, du kannst dein Bein noch mehr nach vorne ausstrecken, wenn du magst, auch hier, no stress. Noch ein letztes Mal so, ja, und löse das Ganze auf und mache wieder intuitiv, was du gerade brauchst. Sei bei dir, mit dir und in dir. Und jetzt das Ganze nochmal, ja, auf der anderen Seite. Pendel dich herein.
Vergesse nicht, eventuell dir was unter das Knie zu legen, zu polstern und sei weich zu dir. Das ist das Allerwichtigste beim Yoga, auf dich zu hören und wirklich weich zu sein. Und auch hier, jetzt kannst du das Ganze steigern, indem du deine Ellenbogen zum Boden bringst. Ja. Oder du magst es lieber eben einfacher halten. Jetzt bleib entweder so in dieser Haltung und fokussiere dich aufs Hier und Jetzt, auf deine Atmung, oder du kommst mit in noch eine Steigerung. Aber wie gesagt, auch hier no stress, und auch hier musst du beobachten, denn es ist immer eine Seite, die viel einfacher geht, die viel easier sich aufmacht. Ja? Und wenn du jetzt mit mir noch ein bisschen mehr möchtest, ja, greife mit deiner linken Hand deinen rechten Fuß und öffne deinen Brustkorb, die Schultern sind weg von den Ohren. Die Körpermitte ist stabil, dennoch die Atmung ist weich. Löse das Ganze auf, strecke dein linken Bein aus, nochmal. Gut gedehnte Muskeln der Hüfte sind wichtig für eine gute Beweglichkeit des unteren Rückens und natürlich der Beine, denn durch viel Sitzen verkürzen sich unsere Beine, die Faszien werden verklebt und das ist dann im Endeffekt auch der Auslöser später für die schlechte Durchblutung im Gewebe. Und auch, abgesehen von der Ästhetik, kann es zu Rückenschmerzen führen. Daher ist die Übung gar nicht so schlecht, sie regelmäßig zu machen. Und tatsächlich, es ist effektiver, es regelmäßig alltäglich zu praktizieren. Ein paar Minuten reicht, als eine oder zwei Stunden und dann einen ganzen Monat nichts. Im besten Fall baut man sich eine Gewohnheit auf, die dann eben expandiert. Komm jetzt wieder in die Ausgangsposition und bewege dich wieder intuitiv, mache das, was du gerade brauchst, ja? Von hier aus ganz langsam komm ausatmen in den herabschauenden Hund. Bewege dich auf der Stelle, zieh deine Fersen Richtung Boden ab. Du bist flexibel in der Hüfte, zieh dich auseinander und zieh wirklich deine Schultern weg von den Ohren. Und auch hier finde deine Position, wo du wirklich weich und stabil bist. Deine Hände sind wie Gecko-Hände, also Gecko-Finger eher gesagt, damit du deine Handgelenke nicht belastest, und komme dann wieder ganz gechillt zurück. Von hier aus, ja, wie du siehst, überschlage deine Knie übereinander, Gesäß Richtung Fersen und bringe auf jeden Fall etwas Support für dein Gesäß. Also kannst du jetzt gerne, ich habe kein Kissen hier zur Hand, bringe deinen Kissen, deine Decke, was auch immer, und positioniere da drauf schön dein Gesäß. Es ist wirklich wichtig, dass du gerade sitzt, dass deine beiden Gesäßhälften am Boden aufliegen, dass du quasi nicht nach rechts oder links kippst. Stabilisier dich und bring ein bisschen Flow rein, indem du deinen Oberkörper mobilisierst, deine Arme,
Und von hier aus verbeugen wir uns wieder nach vorne vom Brustkorb. Geführt. Und auch hier das Allerschwierigste. Gib ab. Atme ein und tief aus. Lass los. Komm zurück. Wir machen das Gleiche auf der anderen Seite. Eine Seite ist immer chilliger und besser, gedehnter. Ausatmen, nach vorne beugen. Schau, dass du langsam und gut in die Position hinein flowst, dass du so weit bist und dann loslässt. Komm langsam zurück, zieh deine Beine in die Länge, mobilisier die, mach auch hier wieder intuitiv, was du gerade brauchst. Vielleicht nochmal den Scheibenwischer oder eben was anderes, das entscheidest du jetzt. Und jetzt wieder schön nach vorne beugen. In den Schmetterling. Öffne deine Knie, lasse los. Komm zurück. Und jetzt greife unter die Kniekehlen. Und rolle dich Wirbel für Wirbel nach unten. Und auch hier bringe etwas von dem Flow herein. Achtsamkeit. Und dann strecke deine Beine aus. Dein unterer Rücken liegt am Boden. Du mobilisierst deine Zehe. Mache intuitiv auch hier so ein bisschen, was du gerade brauchst, und dann von hier aus kommen wir in die Happy Baby Pose, also von innen nach außen die Füße greifen, deine Halswirbelsäule ist verlängert und dann nur bei Bedarf und wenn du wirklich Bock drauf hast, kannst du von rechts nach links dich rollen und somit auch deinen Rücken massieren. Strecke deine Beine abwechselnd nach oben aus. Oder du bleibst statisch. Also du entscheidest auch hier, wie das sein soll. Löse das Ganze auf.
mobilisiere wieder deine Füße, deine Zehen. Ich liebe meine Nachbarschaft, die sich immer freut, wenn ich irgendwelche Yoga-Moves und Übungen mache. So, mobilisiere deine Zehen, deine Füße, kreise und dann greife deine Knie. Und auch hier, um schön deinen unteren Rücken wirklich zu entlasten und genüsslich zu massieren, kreise von rechts nach links. Achte wirklich nur drauf, dass deine Schultern am Boden bleiben. Und jetzt strecke deine Beine aus. Komm langsam in deine Liegeposition. Um deinen unteren Rücken zu entlasten, kannst du auch so x-förmig deine Füße vor dein Gesäß stellen. Die Handfläche schauen Richtung Himmel, Richtung Decke, was auch immer. Atme tief ein und noch tiefer aus und lass los. Du kannst noch ein bisschen drin verweilen. Und ansonsten kommst du langsam wieder zurück und rollst dich in die Sitzposition deiner Wahl. Vielen Dank. Namaste.